Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellsten CSGO-Tutorial in der Tutorial-Reihe auf Overpass. Es geht heute um die Map Calls. Viele von euch kennen die Map vielleicht vom Hörensagen, beziehungsweise kennen sie auch vom Sehen, aber kennen die Calls nicht wirklich und diese schwarze Tonne. Und darum zeige ich euch jetzt heute in diesem Video einfach alle Calls der Map DE Over the Putz. Also, beginnen wir hier. Der City Spawn ist direkt auf dem Bombenspot A. Das ist zusammen gekoppelt. Das geht dieses ganze Stück hier entlang. Hier ist überall der City Spawn und zugleich eben auch der Bombenspot. Der ist hier extra markiert mit diesen orangenen Markierungen. Von dem Spot selbst gehen diverse Wege ab und es stehen ein paar Sachen hier drauf rum. Man hat hier einmal den Van, der hier rumsteht, hinter dem man sich verstecken kann. Da gibt es die beiden Dumpster hier. Das sind ziemlich spezifische Ansagen, die werden eher selten genutzt. Also sowas von wegen, hier steht einer am Dumpster oder sowas, ist eher selten. Aber ich sag's trotzdem mal. Ich habe mich durch einige Guides durchgelesen und Map-Beschriftungen. Und bei vielen Sachen sind die gar nicht dabei, bei anderen sind sie dabei und heißen halt unterschiedlich. Aber ja, ich kenne die eben als Dumpster. Dann gibt es hier noch Truck. Und die Box ist direkt auf dem Spot. Hinter dem A-Spot, hier neben Truck und bei diesem Dumpster, geht es runter, die Stairs runter, zu Back A. Das sind also die Back A Stairs. Also ne, hier ist A, hinter A ist Back A. Und von hier läuft man dann direkt in den Storage Room rein. Also man sieht, hier werden eben Sachen gelagert, darum Storage Room oder auch Lagerraum. Und wenn ihr dann hier hochgeht, kommt ihr direkt in die Lobby oder auch Bank. Also sehr, 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 sehr viele sagen dazu Bank, weil halt Bank einfach draufsteht. Aber so an sich heißt das Teil der Lobby. Ihr seht es auch oben links über dem Kompass, über der Map. Da stehen ja auch immer die Map-Bezeichnungen dabei. Vom Storage Room geht eine Treppe runter, direkt hier in Window oder im Sniper. Da habt ihr vollen Blick auf B, könnt ihr auf dem kleinen Cat, also Catwalk, rumlaufen. Von hier kommt ihr runter und auch wieder hoch auf Back A. Also man kann auch von hier direkt hierhin gelangen. Es ist am Anfang vielleicht minimal verwirrend, wenn man hier das erste Mal spielt. Aber ja, man kann hier praktisch einfach im Kreis laufen, wenn man hier eben rumschlappt. Wir gehen wieder zurück zu A, um das Ganze nicht allzu kompliziert zu machen. Diesen Bereich haben wir also abgedeckt. Von A geht ein weiterer Arm ab, und zwar eben A-Long. Das hier hinten ist alles A-Long. Upper Park, wie es da oben links steht, habe ich noch nie gehört. Aber wie gesagt, es kann passieren. Also, es ist halt einfach ein Online-Spiel. Da kommen viele Leute zusammen, die zu Dingen eben unterschiedliche Namen haben. Das passiert halt. Aber das hier ist alles A-Long. A-Long geht bis da hinten hin, aber da gehen wir jetzt noch nicht hin, denn wir gehen erstmal hier in Toilets rein. Toilets ist der Begriff, den ich zu 99% höre. Viele sagen aber auch zu diesem Bereich, also dieser Raum, bis hier vorne, Parkcon. Das habe ich aber noch nie gehört. Das habe ich nur in vielen Guides gelesen, dass es halt so heißt. Ich kenne das hier als Toilet, so wie das hier hinten eben auch. Wobei das ja eben Toilets to A ist und das hier ist Toilets to A Long. Oder eben Restrooms, wenn man richtig cool sein will. Wir gehen jetzt also diesen Rundweg durch Parkcon und Toilets aka Restrooms entlang und kommen auf A Short und dann eben direkt auch wieder auf A. Und somit haben wir den letzten Abzweig, der von A weggeht, und zwar A-Short. Toilets und A-Short sind direkt nebeneinander. Und man kann direkt bei der Hälfte auch crossen, wenn man möchte. Hier. Das hier ist alles A-Short und das geht bis zu diesem Punkt. Hier hat man dann wieder Toilets Entrance, also Toilets Eingang. Da oben ist Party. Da geht's zu Fountain, also weil hier einfach eine Fountain steht, ein Brunnen, eine Fontäne. Und hier, da gehen wir jetzt zuerst rein, geht es zu Connector. Hier geht es runter, Connector Stairs. Und dann ist man hier auch schon in Lower Tunnels. Viele sagen hierzu auch noch Connector, zu diesem gesamten Bereich. Aber hier würde ich auf jeden Fall Lower Tunnels dazu sagen, weil es sonst zu verwirrend sein kann. Wenn zum Beispiel hier jemand steht und ihr sagt, da ist einer Connector und euer Kollege denkt eben, er ist hier in diesem Connector-Bereich. Also ab diesem Moment ist es eben Lower Tunnels. Was auch Sinn macht, es ist ein Tunnel, er ist lower als das übliche Niveau. Und von daher passt es. Hier ist die Ladder, die direkt aus Lower Tunnels rausführt, also einfach Ladder bzw. Tunnels Ladder. Und dann hat man, wenn man von Tunnels runtergeht, hier eine Tür, die man öffnen kann. Und das hier ist Squeaky, dieser Bereich. Diese Tür heißt eben so, weil sie das Geräusch macht, sie squeakt vor sich hin, so heißt sie auf vielen Maps. Und hier ist eben Squeaky auf Overpass. Aus Squeaky kommt ihr dann direkt raus, hier unten habt ihr Water. Dieser Bereich hier im Wasser ist eben einfach Water, beziehungsweise Be Short Water, denn es gibt gleich noch einen weiteren Begriff, der das Ganze etwas verkomplizieren kann. Wir gehen jetzt aber mal zurück zu A und gehen hier wieder runter zu Back A. Ihr wisst ja, hier kann man auch direkt hoch in Window gehen, beziehungsweise Sniper. Aber wir gehen jetzt hier weiter und zwar durch Underpass. Achtung! Das hier ist der Underpass-Bereich. Dieser Bereich hier, der direkt nach Underpass kommt, nach diesem Stück, ist Red, also ich nehme an wegen dieser Lichtgeschichte hier. Und dann, sobald ihr raustretet, seid ihr auf Jungle. Jungle ist dieses gesamte Stück hier. Das hier ist alles Jungle. Von hier habt ihr B auch schön im Blick. Hier geht's nicht weiter. Da ist nämlich Zutritt verboten. Und da stehen Spraycans rum. Das hier ist Jungle. Ein sehr beliebter Platz bei City-Spielern, wenn sie B versuchen zu retaken. Und da hat eben jemand gefollowed. Okay. Ich weiß nicht, warum ich das bekomme, wenn ich offline bin. Also wenn ich nicht stream. Aber naja. Nun können wir hier über Bridge auf B gehen.
Das hier ist der B-Spot und das hier ist die Bridge. Ich denke, es ist ersichtlich, warum das die Bridge ist. Und man kann auch direkt hier runter, ganz gemütlich, oder sich fallen lassen in Pit. Und hier kommt die Schwierigkeit in Bezug auf B-Short Water, denn das hier wird auch oft Water genannt. Water, Water, sagen die Leute. Obwohl das hier eigentlich Pit ist. Pit höre ich hier nur ganz, ganz, ganz selten. Wenn jemand Water sagt, ist damit ja eigentlich hier drüben die Geschichte gemeint. Hier könnt ihr Default planten auf dem B-Spot. Hier sind Sandbags, hier ist Wood, bei dem ihr direkt planten könnt. Also wenn ihr hier auf Jungle steht und einer sagt, der ist hinter Wood, dann bolzt ihr hier am besten mit der AWP durch. Da könnt ihr einfach durchschießen, das habe ich euch ja im Wallbang-Tutorial gezeigt. Und übrigens, ein Taktik-Tutorial kommt auch noch, aber nicht in diesem Video, weil es sonst zu lange dauern würde. Also ich habe festgestellt, beziehungsweise ich weiß, dass Videos, die, ich sag mal, 15 Minuten und plus gehen, euch nicht so zusagen. Auf dem B-Spot steht der Pillar. Das ist dieses Teil hier. Hier gibt es echt heiße Feuergefechte um dieses Ding drumherum. Da wird hin und her gerannt und geschossen und Fang alles gespielt und Schlag mich tot. Auch ein wichtiges taktisches Element. Hier kann man Smokes und Flashs abdopsen lassen. Hiermit kann man einige coole Sachen machen. Direkt hier neben dem Spot ist Toxic, aber viele, also wirklich der Großteil, den ich kenne, sagen hierzu Barrels, weil es halt einfach Barrels sind. Und von den Barrels aus kann man easy peasy hier auf Kanal schießen. Wobei dazu auch sehr, sehr viele Belong sagen. Das ist einfach der Belong-Bereich. Ne? Hier ist B-Short, hier ist Belong. Und das hier ist Bridge. Wagt es bitte nicht, hierzu B-Short zu sagen. Ich hab das schon ein paar Mal erlebt, das heißt, da ist einer Short, ne, und ich stehe dann irgendwie hier. Und will mich vor dem verstecken, gehe hier hin und krieg von da einen Headshot. Das ist ein bisschen kacke. Gehen wir nun mal von B aus auf B-Short. Das hier ist B-Short, da gibt's auch Sandbags. Die callt ihr halt dann am besten auch mit Sandbags B-Short. Und dann kommt ihr direkt hier, mit dem Übertreten, auf Construction. Das hier ist Construction. Fragt mich nicht warum, wahrscheinlich weil, ja gut, weil hier halt die Construction-Site ist, weil hier Zeug rumliegt und sowas. Das hier ist Construction. Gehen wir zurück auf B und gehen hier auf Belong. Ich finde Belong einfach besser, ihr könnt euch auch Kanal merken, wenn ihr unbedingt wollt. Ihr tretet hier aus Monster heraus, das hier ist Monster. Und hier habt ihr Train am Stissel. Das hier ist der Train-Bereich, dieser gesamte Bereich, weil der Zug eben drüber fährt. Also dieser Bereich, der übrigens sehr gerne von der TAWP besetzt wird, also hier unten, irgendwie steht ihr dann rum und wenn ihr da cross, bam, seid ihr weg. Von Train könnt ihr auf B-Short, indem ihr hier durch die Pipe geht, durch dieses Rohr, Pipe. Viele schreien, ah, B-Short, Rush, B-Short, Rush, dabei meinen sie, dass hier gerade jemand durchkommt. Die laufen dann zwar zwangsläufig hier durch Wasser und Construction auf B-Short, aber nichtsdestotrotz wäre hier nochmal ein Pipe-Call angesagt, denn von der Aufstellung her kann ein CT auch hier drin stehen. Und dann weiß er, wenn er B-Short hört, dann glaubt er, die sind schon hier und er kann jetzt praktisch von hinten blub, aber die sind dann hier und natzen ihm einfach die Eier weg. Also schön hier Pipe ansagen, wenn hier jemand ist, wenn ihr euch zum Beispiel da hochboostet. Man kann sich hier hochboosten und dann steht man halt hier und hat so die Übersicht. Wenn ihr da was seht, callt nicht B-Short, sondern maximal Water und Pipe. Ich merke ja auch nochmal an, dass es ein Basic-Guide ist. Es gibt auch für alles Mögliche, für jeden kleinen Furzspot irgend so einen bestimmten Namen. Aber das sind jetzt wirklich die Basics, damit ihr euch auf dieser Map eben gut becallen könnt. Okay, also wir gehen jetzt von Train hier hoch in die Alley. Hier gehen wir durch. Hier stehen auch diverse Male welche, wobei das eher ein ziemlich ungenutzter Spot ist, aber trotzdem. Das Kaninchen. Und dann kommt ihr auch schon zu den T-Stairs und zum T-Spawn. Das hier ist der T-Spawn. Die Tees gehen dann über Tees, der ist einfach hier hoch. Befinden sich hier in den Upper Tunnels, denkt dran, hier kann man gewallbankt werden, von ganz da hinten vom Sniper aka Window aus. Dann kommt hier auch schon die Ladder zu Lower Tunnels, ihr wisst Bescheid. Darum heißt dieser Bereich hier auch Upper Tunnels, ne, weil er über Lower Tunnels ist. Und dann kommt ihr hier durch und seid schon bei Fountain, die ich euch vorhin ja gezeigt habe, und beim Playground. Hier gehen immer die Spielkinder hin und spielen vor sich hin. Und von Fountain kommt ihr wiederum, ihr seht es ja auf meiner großen Map, auf A long und könnt hier zack auf A rennen und dann da drüben in Toilets rein oder ihr geht hier auf Playground. Ihr könnt aber auch hier an Fountain vorbei und auf Mid gehen. Dieser Bereich, dieser etwas kleinere Bereich, also das hier ist ja noch Short, das hier vorne, aber dieses kleine Stückchen hier, direkt hier, wird eben auch als Mitte bezeichnet. Es ist zwar eher selten genutzt, weil die meisten dann doch eher Fountain sagen, wenn hier jemand steht und nicht mit. Aber trotzdem wird es bei einem Rush natürlich so angesagt, dass man einen Mid-Rush macht und nicht irgendwie einen Fountain-Rush oder sowas. Ja, und dann geht's hier wieder in Toilets Entrance rein, beziehungsweise auf Short oder Connector. Es gibt, wie gesagt, für viele Dinge nochmal einen extra Namen. Aber das soll es jetzt erstmal gewesen sein, damit ihr so einen ungefähren Überblick über die Map habt. Die Teile sind übrigens standardmäßig nicht so dunkel. Das ist, weil ich vorhin ausgetappt bin und jetzt habe ich halt diesen Fehler. Das wäre es soweit von der Map gewesen. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Schnelleinstieg liefern hier für diese Map. Tutorialmäßig kommt jetzt noch eine Gameplay-Analyse und höchstwahrscheinlich noch ein Nate-Tutorial. Also da zeige ich euch halt, wo man hier am besten die Nates abdopsen bzw. reinschmeißen kann, dass sie, ja, die Ziele schön treffen. Was haben wir denn hier? Zeit für einen Tapetenwechsel. Du hast ihn dir verdient. TRS-Reisen. Leute, Firma Hübner ist nicht die einzige Firma, die hier am Werben ist, ne? Was haben wir denn da? Wir bauen für Sie. Bauunternehmen Schrat. Wir bekennen Farbe. Modehaus Berle. Ach Gott. Ist euch das überhaupt schon mal aufgefallen, ihr alten Banausen? Was hier für Werbung rumsteht? Guck mal da. Wir bringen Farbe in ihr Leben. Huber.
Das ist ja fast wie Hübner. America, aha, hier bei der Firma Hübner. Lügt mich nicht an. Das ist schlechtes Map-Design. Alle möchten ein, nun ist es möglich. Kraftstoffverbrauch Liter auf 100 Kilometer, innerorts 6,7, außerorts 4,3. Und dann steht hier nebendran America, so ein Dacia oder sowas. Football, fuck. Naja, naja. Dann sage ich schon mal vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.